Hi, ich hoffe, dir geht's gut. Heute zeige ich dir, wie wir so eine richtig leckere, fruchtige Currysoße machen zu Currywurst. Wenn du mal sehen willst, wie das geht, dann bleib doch einfach mal dran. Du hörst schon im Hintergrund, ich brutzel gerade ein paar Rostbratwürste für die Currywurst. Und ich nehme jetzt hier, wir machen nicht irgendwie ein Rezept mit Ketchup oder so ein Cola oder so ein Müll. Wir nehmen hier Tomaten, und zwar nehmen wir hier stückige Tomaten, kannst auch gerne fein pürierte Tomaten nehmen, beziehungsweise ich gucke gerade mal, genau, die sind etwas zerkleinert, das heißt, du hast noch ein bisschen Stücke drin, ein bisschen Textur drin, aber wie gesagt, kannst du den Pürierstab einfach glatt rühren. So, Tomaten haben wir hier, das waren jetzt ungefähr 700 Gramm an Tomaten. Ich habe hier einfach so ein Glas Passata genommen, das ist die Basis dafür und das reicht auch vollkommen. Fangen wir natürlich erstmal an. Wir brauchen natürlich ein paar Zutaten, damit es nach Currysoße schmeckt. Currypulver nimmst du am besten englisches, das ist nicht scharf. Ja? Du nimmst dann davon 1 bis 1,5, sagen wir mal 1,5 Esslöffel. Sieht dir schon mal echt lecker aus. Als nächstes nimmst du einmal Gemüsebrühe. Davon auch die gleiche Menge. Dann nehmen wir mal 2 Esslöffel an Gemüsebrühe. Dazu. Und ich weiß, es ist ein bisschen komisch, aber Gemüsebrühe gibt schönen Grundgeschmack dazu. Genau. Und deswegen solltest du auf jeden Fall noch ein bisschen Honig dazu geben für so eine Hintergrundsüße. Da nimmst du 3 Esslöffel an Blütenhonig. Du kannst natürlich auch anderen Honig nehmen, so dunklen Waldhonig zum Beispiel würde auch gehen. Der ist dann nicht ganz so süß. Und wenn der Honig dazugegeben hast, dann nimmst du 4 Esslöffel an Weißweinessig. Nun 1,5 Esslöffel an Worcester Sauce oder Worcestershire Sauce. Und die ist halt einfach nur eine ganz normale Gewürzsoße. Und ich habe das Rezept hier, das habe ich irgendwann mal im Internet gesehen und ich fand die einfach super lecker. Ich habe die für mich ein bisschen angepasst. Können wir auch 2 Esslöffel nehmen. Und genau. Dann brauchst du noch einen gestrichenen Teelöffel an Paprikapulver rosenscharf. Und das war's dann auch schon. Jetzt das alles unterrühren, verrühren. Und dann kannst du das einmal erhitzen. Natürlich musst du es erhitzen, dann musst du einmal die ganzen Sachen sich verbinden. Die Passata muss sich noch ein bisschen verköcheln hier. Ein bisschen muss noch von der Tomate weich werden. Und dann kannst du auch, wenn du die pürieren willst, kannst du es auch einfach dann zerköcheln lassen. Das geht auch. Köchelzeit ungefähr 20 Minuten. Und dann hast du eine richtig, richtig leckere Currysoße. So, die Soße ist jetzt fertig. Das war ja wirklich sehr einfach. Ich habe die ein bisschen andicken lassen und ich werde jetzt auch nicht pürieren, weil ich mag das halt so. Und wenn du das gerne anders machen möchtest, pürieren möchtest, kannst du es gerne machen. Wenn die zu dick geworden ist, einfach ein bisschen Wasser nachgeben. Das geht voll und ganz klar. Ansonsten werde ich diese jetzt einmal für dich abfüllen, damit du es halt auch siehst, wie das jetzt aussieht. Und ich werde aber gleichzeitig noch, ich habe nämlich noch ein paar Bratwürste gebraten, habe ich dir am Anfang ja gesagt, ich werde die jetzt gleich schneiden und in die Soße geben. Und siehst einmal, was für eine schöne Soße das ist. Sieht einfach richtig, richtig lecker aus. Wie gesagt, ist ein bisschen dicker geworden bei mir, aber ich mag sie so. Ja, und schreib mir mal dein Lieblingssoßenrezept in die Kommentare. Ansonsten war es das jetzt von mir, dann bin ich raus, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.